Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Wir müssen Eisen abbauen. Jede Menge, da hat man ja in der letzten Folge schon gesehen, hier haben wir so ein klitzekleines Eisenvorkommen, das wir aber dringend benötigen. Und dann würde ich auch schon sagen, dass wir mal hier so beispielsweise eine entsprechende Stelle bauen zum Abbau des Eisens. Eisentagebau. So, zwirbel ich mal den Weg hier so lang. Ja gut, dass ich hier noch nichts zugebaut hatte, ne? So wie ich das erste hier hatte, vorhatte ich mit der Garnison und so, das ist ganz gut. Die dürfen sich dann hier so verlustigen und das Eisenerz da entsprechend abbauen. Gut. Und die machen wieder Ärger oder immer noch Ärger oder so, wie auch immer. Wie sieht es hier mit denen aus? Habe ich 4. Ja, Territorium ist komplett eingenommen. Das war auch erstmal gut so. Hier habe ich fast volle Besetzung. Das ist sehr gut. Da wird gerade ein kleines Wohnhaus hochgezogen. Das ist auch in Ordnung. Die Banditen greifen schon wieder an. Machen wir ja gar nicht. Ich meine Patrouille. Patrouilliert man immer hier so. Oder ganz gut, wenn er da so patrouilliert. Ja, die sterben wie die Fliegen, leider Gottes. Ein Bandit und zwei von den anderen, das ist ein schlechter Schnitt. Meinen Leuten hier. Das ist ein ganz schlechter Schnitt. Ja, sind es nur noch 8. Das ist. Ich brauche schlagkräftigere Leute, ist mir schon klar. Nur woher nehmen, wenn nicht stehlen. So. Hier ist. Eisenschwerter sind in Produktion. Wie weit bin ich denn hier mit meiner Rüstungsschmiede? Ich brauche da eine Priorisierung. Das muss zügiger gehen. Ich brauche dringend Rüstungen. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich habe ja so ein paar Holzschilder. Moment, wie sieht's denn da aus? Darf ich denn, wieso habe ich da nur 9 von? Hallo? Das ist der Stab, was du gemacht hast. Wer ist die Schmiede? Abenteuergilde, wo ist denn da? Ist die Holzwerkstatt. Du machst da mal flugs zumindest noch ein so ein Schild. Ach, der ist noch dabei. Ach, wegen Holz und so. Alles klar, okay. Verstehe. Ja. Mein Gott. Soll ich das in Auftrag gegeben für dich? Ärger. Ich habe. Das sind die Baustellenträger, die meine ich gar nicht. 32 Draufgänger. Wo sind die fehlenden 8? Was ist hier los? Silberding. Okay. Auch wenn es vielleicht nicht so toll ist, geh mal hin und lass den mal so 10 von diesen Bronzeschwertern produzieren. Die brauche ich im Moment eh nicht mehr. Es sind noch 7.
Dann würde ich... Nur um da ganz sicher zu gehen, damit da nichts schief geht. 10 von diesen Soldaten ordern wollen. Und ich gehe auch schon mal auf 10. Und dann schauen wir mal. So, die können sich hier verlustigen. Das wird heftig. So. Ich habe natürlich noch logischerweise noch keine Bronzeschwerter. Was ich da gemacht habe, keine Ahnung. So, wie sieht es hier aus? Okay, das Teil ist im Bau. Fehlt noch ein bisschen Holz, das sollte aber jetzt nicht so das große Problem sein. Hoffe ich. Hoffe ich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So, wie sieht es hier überhaupt aus? Brauche ich diese Lager? Die sind doch hier an dem Weg angedockt, ne? Wieso passiert hier nichts? Oder sind die vielleicht erst vor kurzem fertiggestellt worden? Das kann natürlich sein. Ich will hier nichts unterstellen. Warte mal so. Und da ich das hier ständig diese Überfälle habe. Schemen? Ach, jetzt geht das schon wieder los. Oh nein. Das ist. Moment, kann ich das irgendwie steuern? Normalerweise müsste das gehen. Augenblick mal. Steinmetz. Machst das mal nicht. Stein mit, bitte auch hier die Produktion von dem Zeug erstmal einstellen. Eventuell später. Die vielleicht schon mal eher machen sollen, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Denn wenn die nichts mehr zum keine Grenzsteine mehr haben, dann können die auch nicht, ne, verwenden. Und das Problem ist, ich kann denen halt nicht sagen, hört damit auf, hier, ne, die Grenze zu erweitern, sondern ich kann die nur komplett deaktivieren oder halt aktivieren, aber dann habe ich hier überhaupt keine Leute mehr. Die so halbwegs, sowieso nur noch 2, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen, da würde ich mir so ein bisschen mehr Feinschliff, Mikromanagement, Einsatz, Einflussmöglichkeiten wünschen, irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ich gebe zu, da habe ich das selber gepennt. Banditen gestohlen, Banditen greifen an, hast du nicht gesehen. Ja, tolle Wurst. Wir brauchen wieder Holzsperre. Eine Garnison. Mit. Nein. Könnte natürlich auch noch Militärcamp errichten. Das würde wahrscheinlich noch mehr Sinn machen oder auch Sinn machen. Vielleicht sollte ich dieses tun. Ich bastel hier mal so ein Militärcamp hin.
Warum werden die nicht genug benutzt? Ja klar, die brauchen die Sachen natürlich da, ne, vor Ort und so, ganz klar, gar keine Frage, ist auch in Ordnung. Aber warum werden die Sachen da nicht eingelagert? Mal schauen, was macht sie? Greift sich auch Bären und wird die wahrscheinlich zum Markt bringen, weil sie da halt entsprechend benötigt werden. Ja. Ah. Seltsam. Ein bisschen seltsam. Und die haben hier irgendwo wohl ihr Lager, so in dem Bereich. So, wie sieht es hier aus? Die kriegen natürlich weiterhin locker Grenzsteine geliefert, aber... Und immer noch eine Menge vorhanden. Das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht dran gedacht habe. Das ist, Mann. Dinge, die nicht sein müssen. Einmal nachdenken, so, ne? Denken damit nicht so. Gut, hier habe ich immerhin schon mal zwei Soldaten rum existieren. Besser als nix. Wie viel habe ich von denen da noch? Drei. Ja, ich habe ja hier gesagt, wir müssen hier so patrouillieren. Wäre gut, wenn man hier sagen würde, ne, also hier bitte die Geschichte mit der Gebietserweiterung, das bitte abschalten. Wenn euch dann... Achso, ne, ich habe jetzt gedacht, wenn ich da jetzt einen Rechtsklick drauf mache, vielleicht geht das. Das geht aber nicht. Schade, schade, Schokolade. Ja, tolle Wurst. Nun ja. Kurz mal schauen, wie sieht es denn hier eigentlich mit den Soldaten aus? Was haben die? 3 plus 0,4. Das ist schon mal nicht schlecht. Silber geht langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nur noch 25 Draufgänger. Von wem sind die denn gekillt worden? Ich hatte doch schon mehr. Ich war doch auf 32 oder irgendwie so. Ich habe 7 Draufgänger verloren. Sind hier irgendwelche Banditen gewesen? Wahrscheinlich oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass die da Ärger gemacht haben. So, das sind die Zimmer. Geht ja gar nicht. Liebe Leute. Das wollte ich eigentlich verhindern, dass mir hier die Leute hier wegsterben, bevor ich die überhaupt einsetzen kann. Und diese verdammten Banditen machen mir hier das Leben schwer. Vielleicht auch der eine oder andere Dieb, ich weiß es nicht. Ärgerlich. Waffenschmiede ist mit der Produktion fertig, kann ich gar nicht glauben. Ich hatte hier produziert Eisenschwerter, eventuelle Bronzeschwerter. Moment, wie viele sind da angekommen? Oder wie viele sind noch da? Mach wohl mal noch mal so 10 davon. Erstmal. Eisen ist sowieso nicht vorhanden. Ach, der war das. Okay. Kommando zurück. Silber. Bitte Silber. Vielleicht noch so 20, wenn das irgendwie geht. Ist das realistisch? Gerade so. So, wie sieht's hier aus?
10 machen. Davon vielleicht auch 10. Wenn es geht. Oh, die sind wir noch nicht fertig. Die ist immer noch nicht fertig. Was ist hier los? Okay. Windmühle läuft. Immerhin. Bäckerei. Braucht noch ein bisschen Material. Noch einen, dann ist das Ding endlich oder kann endlich fertiggestellt werden. Das dauert aber, das zieht sich alles ewig. Nun gut, nun gut. Wie sieht es hier mit der Holzproduktion aus? Das sieht ganz gut aus. Naja. Ein Holzschild. Holzschilder. Da sind noch 9. Dann machen wir das mal so. Wie viele Leute habe ich da? Oh, das ist cool. Immerhin 10 Stück. Besser als nichts. Also ne, demnächst 10 Stück. Also aktuell 9, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Das kriegen wir noch hin. Diese verdammten Banditen, sind sie da unten? Ich denke, die werden wahrscheinlich hier überall, also in diesem gesamten Gebiet da irgendwo rum existieren. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, hier läuft der Eisenabbau. Immerhin. Das sieht nicht verkehrt aus. Das sieht wieder einigermaßen gut aus. Und ich sehe gerade, ich muss auch noch so ein bisschen Silber auf Tasche habe ich noch. Das ist cool. So, Waffenschmied ist dabei. Da ist die Produktion auch wieder angelaufen. Sehr schön. Machen wir mal nochmal so 10. Wir sind hier komplett. Patrouille. Moment, wir haben hier so, in diesem Gebiet sind wir mal Ärger mit Banditen. Ich setze die erstmal hier so hin. Die sollen da patrouillieren. Da ist nur noch einer, das war nicht weiter schlimm erstmal. Dann können die hier nicht großartig sich weiter ausweiten. Das ist ja das, was ich eigentlich dann auch erreichen will, wenn man so will. Ich könnte hingehen und sagen, warte mal. Ich nehme mal so 5 runter und setze da mal so 5 dazu. Na, wenn ich die nächsten Leute rekrutiere, kann ich das schon? Noch nicht. Dann kriege ich es über diese Art und Weise auch geregelt. Ja, eigentlich bräuchte ich da die Wachen, aber die machen mir gestern so ein bisschen das Leben eigentlich mehr schwerer, als es was bringt. Zumindest im Augenblick. Von daher mache ich das lieber so. So, die Häuschen sind alle fertig, das ist cool. Es gibt auch noch reichlich Wild, wie ich sehe. Das ist auch cool. Ist die Versorgung zumindest gesichert. So, oh. 3 Draufgänger. Macht 28 Draufgänger. Okay. Ich brauche deutlich mehr. Wo seid ihr alle? 28, 2 würden noch rekrutiert werden. Macht 10, 5,
das, glaube ich. Hoffe ich. Oder habe ich es erzählt? Keine Ahnung. Wie sieht es hier mit der Produktion von Rüstungen aus? Du machst mal nochmal so locker 10 Stück. Und das sind die Eisenschwerter. Okay, okay, Silberdegen. Naja, wenn das wie es ist. Wie viel sieht es hier aus? Oder ist in Ordnung? Nicht sehr viel Silberbarren, ne? Das ist ja, es ist ein Kreuz. Ja, das muss ich erstmal auf Eisen konzentrieren. Der macht eh beides. Ja. Und hier habe ich noch 22. Zwei sind schon irgendwie geordert. Heißt also, den ist auf dem Weg. Das ist hier mit der Holzfällerhütte. Ja, ganz ehrlich, ich bin noch 30. Mit 10 Einheiten da. Ich hau die mal weg. So. Die hat ihre Zeit hinter sich. Die anderen sammeln ja auch eifrig, reißig. Insofern haben wir da keinen Mangel. Wiegetechnisch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, was wir so in der nächsten Folge alles gewuppt bekommen. Kommen so langsam, kommen wir hier mit unserer Wachmannschaft voran, aber nur wirklich sehr, sehr langsam. Okay, es ist wie es ist. Die Banditen machen uns immer noch das Leben schwer. Ist mir immer noch lieber die Banditen als die Werwölfe. Ich habe meine, wie nennen sie sich nochmal gleich? Kann es mir einfach nicht merken. Draufgänger. Meine Draufgänger habe ich jetzt da so einigermaßen. Die kloppen sich dann auch mit den Banditen da rum. Deswegen ist das ganze Problem hier. Ja, die Draufgänger sind halt die Draufgänger. Ne? Die halten sich da locker hier auf. Mit dieser Garnison und kloppen sich da mit den Banditen rum. Das ist eigentlich so nicht der Deal gewesen. Okay, okay, ja, wir werden halt sehen, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für eure Hilfe. Und für euer Dabeisein und für dein Dabeisein insbesondere. Macht's gut, genießt die Zeit.